dem deutschen Stefan Luiz ist sein erster Weltcupsieg aberkannt worden. Die Anti-Doping-Kommission des Skiweltverbandes FIS entschied, ihn wegen der unerlaubten Inhalation von Sauerstoff am 2. Dezember beim Riesentorlauf von Beaver Creek zu disqualifizieren. Gegen diese Entscheidung, die den ursprünglich zweitplatzierten Marcel Hirscher zum Sieger macht, will Luiz aber juristisch vorgehen. Der 26-Jährige werde beim Internationalen Sportgerichtshof CAS einen Antrag auf einstweilige Aussetzung der Disqualifikation einbringen, kündigte seine Anwältin am Donnerstag an. Damit soll erreicht werden, dass Luiz seine 100 Punkte für den Sieg behält und in der Riesentorlauf-Startliste von Adelboden am Samstag nicht nach hinten rutscht. Ein genereller Einspruch vor dem CAS muss bis zum 31. Jänner erfolgen. Die FIS wertet das Vergehen von Luiz nicht als Dopingfall, aber als Regelverstoß. Der Sportler und der Deutsche Skiverband beteuern, den Punkt 2.12 des Anti-Doping-Reglements nicht gekannt zu haben. Im Gegensatz zur FIS ist der Gebrauch von Sauerstoff in den Regularien der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA ausdrücklich erlaubt. Der Skiweltverband FIS hat sein Regelwerk nicht dem der WADA angepasst. Marcel Hirscher erbt Sieg. Luiz hatte in Beaver Creek zwischen den zwei Riesentorlaufdurchgängen Sauerstoff über eine Maske eingeatmet. Gegen eine erste Entscheidung der FIS ging der Athlet bereits vor und verlangte eine Anhörung vor der Anti-Doping-Kommission. Diese änderte aber nichts an der Bewertung des Vorgangs für die FIS, die ihm nun den Sieg, die dabei erreichten Weltcup-Punkte sowie das Preisgeld aberkannte. Weitere Sanktionen wie eine Sperre wurden gegen Luiz nicht ausgesprochen. Durch die Disqualifikation des Deutschen erbt Hirscher den Sieg und hält nun vorbehaltlich etwaiger CAS-Entscheidungen bei 65 Weltcup-Erfolgen. Eine Stellungnahme des Salzburgers zum FIS-Urteil werde es vor einer rechtsgültigen Entscheidung nicht geben, teilte sein Sprecher auf Anfrage mit. Herren-Ski-Weltcup-Kalender 2018-2019 Tildatumord-Bewerbssieger 28. Oktober 2018 Sölden-Riesentorlauf abgesagt 18. November 2018 Levis-Slalom Marcel Hirscher AUT 24. November 2018 Lake Louise-Abfahrt Max Franz AUT 25. November 2018 Lake Louise-Super-G Stettil Janshut NOR 30. November 2018 Beaver Creek Abfahrt Beat Volz SUI 1. Dezember 2018 Beaver Creek Super G Max Franz AUT 2. Dezember 2018 Beaver Creek Riesentorlauf Marcel Hirscher AUT Sternchen 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 8. Dezember 2018 Val di Serie Riesentorlauf Marcel Hirscher AUT 9. Dezember 2018 Val di Serie Slalom abgesagt 14. Dezember 2018 Gröden Super G XL und Zwindel NOR 15. Dezember 2018 Gröden Abfahrt Alexander Amott Gilde NOR, 16. Dezember 2018 Alter Badier Riesentorlauf Marcel Hirscher AUT, 17. Dezember 2018 Alter Badier Parallelrill Marcel Hirscher AUT, 19. Dezember 2018 Salbach Hinterglemm Sternchen Riesentorlauf Sonnkran Jack SLO, 20. Dezember 2018 Salbach Hinterglemm Sternchen Sternchen Slalom Marcel Hirscher AUT, 22.12 2018 Madonna di Campiglio Slalom Daniel Jule SUI 28. Dezember 2018 Bormio Abfahrt Dominik Paris ITA 29. Dezember 2018 Bormio Super G Dominik Paris ITA 1. Januar 2019 Oslo City Event Marco Schwarz AUT 6. Januar 2019 Zagreb Slalom Marcel Hirscher AUT 12. Januar 2019 Adelboden Riesentorlauf 13. Januar
2019 Adelboden-Slalom, 18. Januar 2019 Wingenkombination, 19. Januar 2019 Wegenabfahrt, 20. Januar 2019 Wingenslalom, 25. Januar 2019 Kitzbühel Super-G, 26. Januar 2019 Kitzbühel Abfahrt, 27. Januar 2019 Kitzbühel Slalom, 29. Januar 2019 Schladming Slalom, 2. Februar 2019 Garmisch-Partenkirchen Abfahrt, 03.02.201.9 Garmisch-Partenkirchen Riesentorlauf, 6. Februar 2019 Aare WM Super-G, 9. Februar 2019 Aare WM Abfahrt, 11. Februar 2019 Aare WM Kombination, 12. Februar 2019 Aare WM Teambewerb, 15. Februar 2019 Aare WM Riesentorlauf, 17. Februar 2019 Aare WM Slalom, 19. Februar 2019 Stockholm City Event, 22. Februar 2019 Bansko Kombination, 23. Februar 2019 Bansko Super G, 24. Februar 2019 Bansko Riesentorlauf, 2. März 2019 Kvitfjell Abfahrt, 3. März 2019 Kvitfjell Super G, 9. März 2019 Kanchskagora Riesentorlauf, 10. März 2019 Kanchskagora Slalom, 13. März 2019 Soltoi Abfahrt, 14. März 2019 Soltoi Super G, 15. März 2019 Soltoi Teambewerb, 16. März 2019 Soltoi Riesentorlauf, 17. März 2019 Soldeo Slalom Sternchen Ersatz für Sölden Sternchen Sternchen Ersatz für Waldisher Sternchen 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 Stefan Luitz disqualifiziert.